Na bitte, schau dir das an. Das ist typisch Caro. Lässt wieder das Dach offen. Als ob es bei uns nie regnen wird. Es gibt doch keine Arschlöcher, die irgendwas mitgehen lassen oder aus reiner Bosheit in so ein Auto schiffen. So was kennt die Frau Melzer nicht. Kostet ja nichts, so ein Porsche. Dann musst es eben du machen. Was? Na, reinschiffen. Anders lernst es vielleicht nie. Bist du deppert? Ich schiff du nicht in mein eigenes Auto. Du feige Sau. Na. Nein, mach ich nicht. Nein, es geht gegen mein Moralverständnis. Scherz, oder? Würde mir mein Herz brechen. Na gut, dann schief ich eben rein. Untersteh dich. Ja. Du kannst es nicht so nachvollziehen, weil du bist eben kein richtiger... Richtiger was, Mann? Du meinst, Schwule haben nichts über für Autos? Ja, entschuldige, also Auto ist schon eher männlich besetzt, und oder? Schwul ist nicht eher männlich besetzt. Schau, weil du fährst ein Elektrofahrrad, ja? Dann setzt du noch freiwillig so. Was, schwulen Helm auf? Ja. Der tut mir leid, das sieht wirklich echt... schwul aus. Und sein Porsche schaut nicht schwul aus. Ja, du bist ein besonderer Trottel. Das ist ein Porsche Boxster. Das ist ein Mädchen-Porsche. Ja, die Karo fährt den, nicht ich. Ich mach deinen Vorschlag. Schiffen jetzt beide gemeinsam rein. Ja, hör auf jetzt. Ist recht. Außerdem, der Dieter West kommt gleich. Ist doch wunderbar. Kann er gleich ein schönes Foto machen und eine Geschichte darüber schreiben. Schau. Da, schau. Schau dir das bitte an. Jetzt war der Wagen gerade beim Service und die fährt schon wieder eine Delle rein und die merkt's nicht mal. Das gibt's doch nicht. Du lenkst ab. Die Welt ist am Abgrund. Bitte, wie kann man so ein hässliches Auto fahren? Das ist doch entwürdigend. Es definiert sich eben nicht jeder über sein Auto. Oder sein Elektrofahrrad. Grüß Gott, die Herren. Grüß Gott. Was gibt's? Er will es in seinem Porsche schiffen. Ja. Soll ich? So. Ich würde vorschlagen, wir gehen ins Haus und unterhalten uns wie erwachsene Menschen. Lass dich doch ein bisschen aufziehen. Bitte. Das ist ja eine überaus interessante Konstellation, dass ich da irgendwie mal zwischen euch bleibe. Das Leben ist eben voller Überraschung. Zwei Verlierer wollen zurück auf die Straße der Sieger. Sehe ich das richtig? Und ich soll euch zwei Arschgeigen jetzt dabei helfen. Moment. Wir sind keine Verlierer, ja? Wir haben nur intelligenterweise das Feld geräumt, vorübergehend. Das macht dir Spaß, Dieter, was? Das macht dir so richtig Freude, wenn du mich so im Dreck liegen siehst. Ja, entschuldige, du bist auch nie zimperlich mit deinen Gegnern umgegangen. Daran wird sich auch so bald nichts ändern. Hör zu, Dieter, Folgendes. Ich hab dir immer geholfen, wenn du Informationen gebraucht hast oder eine schöne Geschichte. Jetzt brauchen wir mal zur Abwechslung deine Hilfe. Wir sind gerade nicht so involviert in das aktuelle Geschehen. Und du hörst ja immer alles. Lass uns einfach ein bisschen mithören. Wenn du erfährst, wo zwei fähige Interessensvertreter gebraucht werden, na, dann gibst du uns ein Zeichen. Wir gehen mal schönes Essen. Ja? Wie klingt das für dich? Was war das? Caro? Was sagt eigentlich der Felix Held dazu? Dass du mit der Geschichte mit den vertauschten Babys in den Ruin getrieben hast. Gescheißen, Joachim. Du bist kein Kanzlerkandidat mehr. Du bist einfach nur noch eine schwule, machtlose Sau. Vielleicht sollte man mit dem Felix Held reden. Der hat sicher Lust auf Rache. Schließlich hast du ja nichts zahlen müssen für das schöne Botox und das Popo-Lifting. Weiß eigentlich dein Chef davon? Ich habe einen Fehler gemacht. Wir hätten in seinen Wagen schiffen sollen. Ich glaube, es ist besser, du gehst jetzt. Ich glaube, sie weiß es. Du hast auf die Falle geschossen. Unabsichtlich. Du hast den Georg an die Wand gefahren. Absichtlich. Was? Du hast immer gesagt, das war ein Unfall. Ja, natürlich. Blöd werde ich sein. Die Wahrheit ist, es hat mir einfach gereicht. Ja, ich habe auch nichts anderes gemacht. Mir hat es auch einfach gereicht, dass dieses Schwein davonkommen soll.
Ich meine, hat er den Joshi am Gewissen? Ich habe den Georg an die Wand gefahren, weil der Georg es verdient hat. Du hast die Walli erschossen? Ich habe sie nicht erschossen. Erschießen wollen? Ich wollte den Schnitzler erschießen. Das kannst du ja immer noch machen. Was? Wir den Schnitzler umbringen, dann ist die Walli sicher wieder gut mit dir. Weil du ihr gezeigt hast, dass es ein Fehler war und dass du es wieder gut gemacht hast. Du meinst es echt ernst, gell? Ja, und glaub mir, danach wird es dir viel besser gehen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich es bereue, dass ich in dieser Garage nicht mehr Gas gegeben habe. Du solltest echt weniger Eierlikör trinken. Nein, ich sollte das, was ich angefangen habe, zu Ende bringen. Und das rate ich dir auch.